Grüß Gott aus dem altbayerischen Schwaben. Wir, die katholische Pfarrgemeinde St. Michael Mehring, begrüßen Sie ganz herzlich zu diesem Sonntagsgottesdienst. Unsere Marktgemeinde mit ihren 14.500 Einwohnern liegt mitten zwischen München und Augsburg. Unser barockes Gotteshaus St. Michael steht mitten im Ortszentrum unserer Kommune. Und das ist für uns Programm. Wir als Pfarrgemeinde möchten den Menschen zeigen, dass es Sinn und Freude macht, Christ zu sein. Und so laden wir Sie herzlich ein, mit uns diesen Gottesdienst zu feiern. Wir feiern ihn am Gaudete-Sonntag. Gaudete bedeutet, freut euch. Und diese Freude soll durch das rosa Gewand auch deutlich gemacht werden. Herzlich willkommen in St. Michael. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen, ganz herzlich grüße ich Sie zu diesem Gottesdienst am dritten Advent. Der Advent ist eine Zeit der Vorbereitung auf die Geburt Christi. Wir als Christen bekennen Christus als den, der alles gut machen wird, der uns unsere Schuld vergibt, der uns mit dem Vater versöhnt. Das wollen wir anzeigen, dazu wollen wir uns einlassen, wenn wir ihm unsere Schuld bekennen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Thank you.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, sieh gütig auf dein Volk, das mit gläubigem Verlangen das Fest der Geburt Christi erwartet. Mache unser Herz bereit für das Geschenk der Erlösung, damit Weihnachten für uns alle ein Tag der Freude und der Zuversicht werde. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Zephania. Juble, Tochter Zion, jauchze Israel. Freue dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Der Herr hat das Urteil gegen dich aufgehoben und deine Feinde zur Umkehr gezwungen. Der König Israels, der Herr, ist in deiner Mitte. Du hast kein Unheil mehr zu fürchten. An jenem Tag wird man zu Jerusalem sagen: Fürchte dich nicht, Zion. Lass die Hände nicht sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der Rettung bringt. Er freut sich und jubelt über dich. Er schweigt in seiner Liebe. Er jubelt über dich und frohlockt, wie man frohlockt an einem Festtag. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi. Brüder und Schwestern, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Nochmals sage ich, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken in Christus Jesus bewahren. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, Herr. In jener Zeit fragten die Leute Johannes den Täufer: Was sollen wir also tun? Er antwortete ihnen: Wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat, und wer zu essen hat, der handle ebenso. Es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und fragten ihn: Meister, was sollen wir tun? Er sagte zu ihnen: Verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn: Was sollen denn wir tun? Und er sagte zu ihnen: Misshandelt niemanden, erpresst niemanden, begnügt euch mit eurem Sold. Das Volk war voll Erwartung und alle überlegten im Herzen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Christus sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand, um seine Tenne zu reinigen und den Weizen in seine Scheune zu sammeln. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Mit diesen und vielen anderen Worten ermahnte er das Volk und verkündete die frohe Botschaft. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei Christus. Liebe Kinder, liebe Brüder und Schwestern, liebe Zuschauerinnen daheim an den Bildschirmen, bevor der Prophet Zephania Jerusalem Freude und Jubel verheißen hat, hat er ihnen eine ganze Menge anderer Dinge angekündigt. Unheil, Krieg, Verlorenheit, Katastrophen, alles in allem unangenehme Aussichten. Und zwar deshalb, weil er spürte, dass das Volk seinen Bezug zu Gott verloren hatte. Keinen Platz mehr für Gott in seiner Mitte gefunden hat. Und die Erfahrung Israels zeigte immer wieder, dass dort, wo das geschah, wo man Gott vergaß, wo man ihm nicht mehr einen Platz in seinem Leben zubilligen wollte, dass da immer Unheil, immer Krieg, immer Gefahren und Not harrten. Und deswegen war es die Aufgabe der Propheten damals, den Menschen das in Erinnerung zu rufen. Und die Menschen in Jerusalem, sie haben diese Botschaft gehört. Sie haben daran geglaubt, was ihnen der Prophet sagte. Sie sind umgekehrt, sie wollten wieder Gottes Volk sein. Sie wollten wieder Gott einen Platz in ihrem Leben schaffen. Und deswegen kann dann Zephania diese Drohbotschaft umwandeln in eine Frohbotschaft. Jubelt und freut euch, es wird wieder gut werden. Und wenn man Gott in seinem Leben einen Platz einräumt, dann kann man sogar mit nichts vor ihn treten, mit leeren Händen. Dann kann man einsam sein und nichts mehr leisten können und dann kann Gott wirksam werden. Dann kann er etwas tun. Diese Erfahrung macht der Apostel Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Philippi. Er schreibt ihn im Gefängnis. Im Gefängnis, da hat man sein Leben nicht mehr in der eigenen Hand. Dann ist man ausgeliefert. Da kann man nichts mehr selber erreichen. Da ist man allein, isoliert, verlassen. Vielleicht geht das den einen oder anderen auch manchmal so.
in Krankheit, im Alter. Paulus macht die Erfahrung, wenn ich mich in diesen Situationen Gott anvertraue, dann spüre ich plötzlich, ich bin nicht allein. Dann ist mir Gott nahe. Dann wirkt er in mir wirksam und ich kann wieder hoffen. Ich brauche nicht zu verzweifeln. Auch Johannes der Täufer fragt sich und wird gefragt, wie kann man Gott in seinem Leben Platz geben? Und er antwortet mit eigentlich Dingen, die selbstverständlich sind. Nichts Besonderes, keine großen, unmöglichen Dinge. Nein, das Angemessene, das Pflichtgemäße sollen die Menschen tun, um Gott in ihrem Leben Platz zu verschaffen. Das Wegkommen von dem Kreisen um sich selbst, diese Überwindung des Egoismus, der uns immer zu den wichtigsten Persönlichkeiten der Welt werden lässt, das ist das, was er den Menschen zuruft. Und damit schaffen sie es, Platz im Leben für Gott zu schaffen. Und damit hilft er auch uns, zu schauen, wie wir das können. Wenn ich zum Beispiel am Morgen nicht nur überlege, was ich alles Tolles tue, sondern die Menschen in den Blick nehme, die mir begegnen werden und für sie ein Gebet spreche, schaffe ich Raum für Gott in meinem Leben. Wenn ich am Tag einfach nur einen Vers aus der Bibel lese und den mit in den Tag hineinnehme, dann schaffe ich Raum für Gott. Wenn ich aufhöre, immer nur an mich zu denken und auch einmal einem anderen Menschen Aufmerksamkeit zu geben, der es vielleicht noch mehr braucht als ich, dann schaffe ich Raum in meinem Leben für Gott. Oder wenn ich einfach nur das Pflichtgemäße tue, meine Aufgaben in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Ehe, in der Familie übernehme, dann bin ich Gott nahe. Und genau das ist doch das, was Gott will. Er will uns nahe kommen. Er sehnt sich nach nichts mehr, als uns nahe zu kommen. Er will uns auf die Pelle rücken. Er will das so sehr, dass er sogar, und darauf bereiten wir uns jetzt an Weihnachten vor, Mensch wird, um uns nahe zu sein. Damit wir uns nicht allein fühlen, damit wir Hoffnung haben, damit es gut wird. Und wenn das keine frohe Botschaft ist an diesem dritten Advent, dann weiß ich es auch nicht mehr. Amen. Bekennen wir unseren Glauben an diesen Gott, der uns nahe ist. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr Jesus Christus, im Vertrauen auf deine Barmherzigkeit bitten wir dich. Mache die Kirche zu einem Ort, wo Menschen zur Ruhe finden und die Freude des Evangeliums erfahren können. Jesus, unsere Freude. Wir bitten dich, erhöre uns. Stehe allen bei, die unter Depressionen leiden. Lass sie wieder herausfinden aus ihrer Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit. Jesus, unsere Freude. Segne die werdenden Mütter und alle Familien, die kleine Kinder haben. Lass sie die Unterstützung finden, die sie brauchen. Jesus, unsere Freude. Begleite den Einsatz von Frauen für Gleichberechtigung und mehr Mitsprache bei Entscheidungen in Kirche und Gesellschaft mit deinem Geist. Jesus, unsere Freude. Schenke allen Verstorbenen die ewige Freude bei dir im Himmel.
Jesus, unsere Freude. Bei dir ist Leben in Fülle. Von dir kommen Freude und Frieden. Bewahre uns in deiner Liebe heute und in Ewigkeit. Lasset uns beten. Herr unser Gott, in dieser Feier erfüllen wir den Auftrag deines Sohnes. Nimm unsere Gaben an und gib deiner Kirche die Gnade, immer und überall sein Opfer zu feiern. Schenke uns durch dieses Geheimnis dein Heil, das du der Welt bereitet hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Von ihm redet die Botschaft aller Propheten. Die jungfräuliche Mutter trug ihn voll Liebe in ihrem Schoß. Seine Ankunft verkündete Johannes der Täufer und zeigte auf ihn, der unerkannt mitten unter den Menschen war. Er schenkt uns in diesen Tagen die Freude, uns für das Fest seiner Geburt zu bereiten, damit wir ihm wachend und betend erwarten und bei seinem Kommen mit Liedern des Lobes umfangen. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit.
Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Konrad und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit auch uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. So lasst uns miteinander beten, wie Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Darum bitten wir ihn: Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern schau auf den Glauben deiner Kirche. Und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Mit deinem Geiste.
Seht, das ist Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Sagt den Verzagten, habt Mut, fürchtet euch nicht. Seht, hier ist euer Gott. Er selbst wird kommen und euch retten. In dieser Kapelle sind unsere Gemeindemitglieder täglich zur Anbetung des Allerheiligsten eingeladen. Anbetung heißt, sich in die Gegenwart Gottes zu begeben. Dabei geht es nicht darum, große Worte zu machen. Es geht darum, sich und sein eigenes Leben in die Gegenwart Jesu zu stellen. Jesus, hilf mir, mich und mein Gewissen zu erforschen. Herr, ich schaue dich an und du schaust mich an. Was siehst du da? Siehst du, wie schwer es mir manchmal fällt, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden? Siehst du die Konflikte, in denen ich stehe, in meinem Beruf, in meiner Familie? Siehst du meine Schmerzen, die seelischen und körperlichen, aber siehst du auch die Freude, die mich erfüllt, durch meinen Beruf, durch meine Familie und alles, was mir geschenkt ist? Was hättest du getan? Wie hättest du gehandelt?
Herr, ich versuche für meine Familie, meine Kollegen und Freunde da zu sein und ihnen zu helfen, so gut ich kann, aber ich brauche deine Hilfe. Herr, ich versuche zu vergeben und zu verzeihen, so gut ich kann, aber ich brauche deine Hilfe. Herr, ich versuche stark zu sein, so gut ich kann, aber ich brauche deine Hilfe. Herr, ich versuche dir nachzufolgen, so gut ich kann, aber ich brauche deine Hilfe. Christus schaut mich an und ich schaue ihn an. Wenn ich ihn anschaue, dann sehe ich, dass ich gesehen werde. Dann spüre ich, dass er mir hilft in den Herausforderungen, in der Familie, im Beruf, in der Pfarrei. Dann spüre ich, wie er meine Verletzungen heilt. Das ist Freude. Das ist Anbetung. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, komm durch dieses heilige Mahl uns schwachen Menschen zu Hilfe. Reinige uns von Schuld und mache uns bereit für das kommende Fest. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern, ich wünsche Ihnen einen gesegneten dritten Adventssonntag. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne und behüte euch hier in St. Michael, euch zu Hause, ob ihr nun alleine seid oder in Gemeinschaft diesen Gottesdienst feiern könnt, der allmächtige und dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet in den Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.